Thank you.
So, ihr Lieben, das ist der Herr Siegmann von der Bundesmodellbahn in Brakel. Sie sind Modell Bundesbahn, genau. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Sie sind also hierfür verantwortlich, dass hier alles einen reibungslosen Ablauf hat, ja? Genau. Ich kontrolliere den Computer, der die Anlage sozusagen steuert, die komplett automatisch. Okay, mit was für ein System fahren Sie? Also Digitalsystem ist Multiprotokoll, das heißt, wir haben Selectrix 1, Selectrix 2 und DCC. Ah, so. Also kann eigentlich alles hier fahren, theoretisch gesehen, ja? Ja, bis auf Motorola natürlich. Mhm. Schalten und melden, das ist alles noch reines Selectrix. Wir kommen eigentlich vom reinen Selectrix. Wie viele Züge fahren aktuell auf der Anlage? Oder für Sie, wie viele Züge sind Sie verantwortlich? Momentan haben wir 43 Züge auf der Anlage. 43? 43 und davon sind im Regelfall so zwischen 15, 20, 22 Züge. Ah, so. Der neue Abschnitt, der jetzt hier gebaut wird, den ich übrigens euch gleich zeige, wird der verbunden mit diesem Abschnitt hier oder sind das dann zwei getrennte Anlagen? Das sind zwei getrennte Anlagen, die dann aber ganz am Ende über einen großen Shuttlebahnhof hier in der Werkstatt miteinander verbunden. Also nur in der Werkstatt dann halt, dass man dann halt entweder von der alten Anlage oder von der neuen Anlage dann die Züge mal zur Wartung reinholt. Nein, die werden dann auch schon darüber getauscht werden. Ach, getauscht, ach so, okay. Genau. Ah, okay. Aber nicht im sichtbaren Bereich, sodass man dann direkt durchfahren kann. Wobei, da werden wir uns auch noch was einfallen lassen, dass das nicht ganz im Verborgenen stattfindet. Also wenn ich das jetzt so verstanden habe, dann wenn Publikumsverkehr ist, dann kann man die Dampflok, der Zirkuszug zum Beispiel, auf der alten Anlage fahren und plötzlich taucht er auch mal dann, genau, auf der neuen Anlage.
So ist es gedacht. Okay. Wie viele Gleisenmeter sind ungefähr verlegt? Wissen Sie das? Und wir haben hier gute 1100 Meter verlegt, sichtbar im Schattenbereich zusammen und auch ziemlich mittig, also ziemlich 50-50 sind die aufgeteilt. Ah, so. Und was ist die größte Herausforderung hier? Steuerungstechnisch, ja, allgemein. Wenn irgendwie mal was jetzt im Schattenbahnhof entgleist, ist das vielleicht ein großes Problem? Und grundsätzlich entgleist immer etwas da, wo man am schlechtesten rankommt. Das kenne ich, ja. Und im Regelfall kann es nur schlimm kommen, wenn es gerade im mittleren Anlagenteil, im Weserstein passiert. Damit tatsächlich ein Block, der ist knapp 10 Meter lang und der ist quasi sehr schlecht. Und an den kommt man sehr schlecht nach raus. Ah so. Aber bis das jetzt, passiert sehr selten. Ja, toi toi toi. Also genau. Bis jetzt bin ich echt begeistert. Hier ist nichts entgleist. Hier fahren viele Züge. Herr Siegmann, ich bedanke mich recht herzlich für die Auskunft. Sehr gerne. Und ich komme sicherlich nochmal wieder. Dankeschön. Ja. Thank you.